Das erfolgreichste und langlebigste aller Germanenreiche haben die Franken unter den Merowingern errichtet. Dieses Großreich ist gleich dem Wiege mehrerer moderner Staaten, vor allem aber von Frankreich und Deutschland. Sein Einfluss reicht weit darüber hinaus. Die Franken der Spätantike bestehen eigentlich aus vielen Teilstämmen, die an beiden Seiten des Niederrheins siedelten. Ihre Nachbarn waren die Thüringer und die Alemannen. Die Franken bedrohten zwei Jahrhunderte lang die Reichsgrenzen und begannen ab der Mitte des 4. Jahrhunderts in Nordgallien zu siedeln. Im 5. Jahrhundert begannen die Könige Clodio und Kilderich ihre Herrschaft bis zur Somme und Maas auszudehnen. Der Name Merowinger für diese Dynastie leitet sich von Merowech ab, der laut einer Sage von einem Meeresungeheuer gezeugt wurde. Die Bildung des Fränkischen Reiches geht auf Kilderichs Sohn Chlodwig zurück. 486-87 besiegte er den Romanen Syagrius, der zwischen Seine und Loire herrschte. Danach folgte eine Dezimierung fränkischer Konkurrenzkönige. Schon unter Chlodwig war das Regnum Francorum zu einem Großreich geworden. In weiterer Folge blieb es expansiv und ging gegen das dolosalische Westgotenreich vor und begann Aquitanien einzugliedern. Die Westgoten zogen daraufhin nach Spanien. In dieser Zeit wurde auch Paris als Residenz bevorzugt, da sich dort die Straßen aus dem fränkischen Norden nach Spanien und Lyon kreuzten. Auch gegen Burgunder und Alemannen ging Chlodwig vor. Auf dem Höhepunkt der Alemannenschlacht soll er dann schließlich den Übertritt zum römischen, zum katholischen Glauben geschworen haben. Zu Weihnachten, wohl 498, wurde Chlodwig schließlich getauft und mit ihm 3000 Gefolgsleute aus seinem Heer. Dieses Ereignis schildert eindringlich Gregor von Tours in seinen 10 Büchern fränkischer Geschichte. Er stellte ihn auf eine Stufe mit Kaiser Konstantin. Somit wurden bei ihm die Franken zu den Erben der Römer. Vor allem ist zu beachten, dass es im Frankenreich keinen Gegensatz zwischen der Religion der Romanen und der Einwanderer gab. Der heilige Martin wurde bald zum Reichsheiligen. 508 bekam Chlodwig von einer Gesandtschaft aus Konstantinopel das Ehrenkonsulat verliehen und bestätigte somit seine Herrschaft. 511 starb Chlodwig, seine Herrschaft wurde unter den 4 Söhnen aufgeteilt, ohne dass die Einheitsidee aufgegeben wurde. Das ist etwas typisch Frühmittelalterliches im Erbrecht. Es gibt noch nicht die Regel, dass der älteste Sohn alles erbt. Die Söhne müssen über das Erbe prinzipiell gemeinsam verfügen. Es erfolgt aber eine Zuteilung eines gewissen Territoriums bzw. von Personen, zum Teil auch in Teilreichen. Stirbt einer, wird das Erbe auch wieder nach diesen Regeln aufgeteilt. Erst im Laufe der Zeit können sich so Reichsteile abspalten. Die Expansionspolitik konnte daher fortgesetzt werden. 532 bis 534 konnte das Burgunderreich erobert und unter den Frankenkönigen aufgeteilt werden. Im selben Zeitraum gingen die Franken gegen die Thüringer vor und konnten auch ihr Gebiet bis zur Elbe einnehmen. Ein weiterer Sieg gegen die Westgoten brachte eine Ausdehnung bis zu den Pyrenäen. Innerhalb von 2 Generationen hatte das Merowingerreich seine größte Ausdehnung erreicht und war zum bedeutendsten Germanenreich geworden.